Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie zockt Far Cry 5. Ja, und jetzt haben wir hier Johns Region zumindest schon mal geplättet. Heute geht's aufs Copperhead oder Cooperhead oder wo fahren wir hin? Ich weiß es noch nicht. Ich suche mir jetzt gerade mal was raus. Währenddessen könnt ihr ja schon mal abonnieren und die Glocke drücken und dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben. Ja, sicher ist sicher. Sonst vergesst ihr das. Ja, wir gehen. Wir fliegen nach Copperhead. Und da habe ich ganz vergessen, euch zu sagen, wie lieb ich euch habe. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich habe euch nicht lieb. Ihr seid einfach nur die Geilsten. Ja, musste mal gesagt werden. Ihr großartigen Fans, Freunde. Ja, ich mag's, Videos für euch zu machen. Ja, richtig. Ist eben so die Sache, wenn man für drei denkt, dann hat man ein bisschen mehr Ballast im Kopf. Ja. Oh, es ist doch schön, wenn man morgens früh einfach mal eine Runde zockt und den Alltag aus dem Kopf verbannt. Denn ganz ehrlich, wenn ich so nach draußen gucke, charmant. Hä? Oh, was? Ist da Nick irgendwie hinter mir oder so? Was ist das denn? Ah, wird ein Außenposten gewesen sein. Ja, und für den Fall, dass ich es noch nicht erwähnt habe, beziehungsweise, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt. Oh. Hä? Okay. Ja. Für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet und euch 1, 2, 3 Euro auf eurem PayPal-Guthabenkonto ja, belasten, dann schickt mir gerne einen Coffee auf Ko-fi. Also einen schlichten Kaffee. Den könnt ihr mir darüber nämlich schicken. Und ja, ich bedanke mich natürlich dann auch bei euch. Gemacht haben das schon zwei wunderbare Leute. Das eine ist der Fabi98 und dann haben wir den Epic Crap. Und den Epic Crap, den könnt ihr zumindest auch bei YouTube euch angucken. Der hat einen relativ kleinen Kanal, aber klein heißt ja nicht schlecht. Ich spreche da aus Erfahrung. So, ja, wir versuchen einfach mal hier mit etwas charmantem Wohlgeflüster, dass hier sich um den Außenposten gekümmert wird. Uah! Ja, richtig. So, Bombe. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wen treffe. Ich finde es aber ganz witzig, einfach hier auf den Außenposten einfach erstmal zu bombardieren. Und bam. Ich kriege die Alarme damit nicht ausgeschaltet. Oh doch, einen habe ich ausgeschaltet. Sehr cool. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Schade. Ich dachte, ich könnte damit vielleicht den Alarm komplett ausschalten. So. Na, welcher lebt denn noch? Hä? Angeblich leben beide? Hm. Ja, warum machst du denn eigentlich nichts, Nick? Ich habe mich übrigens gestern dann mal mit einigen Bekannten darüber unterhalten, was sie denn so von Walkthrough oder Let's Play halten.
Und witzigerweise ist es so, einige finden Walkthroughs geiler und andere Let's Plays. Denn was viele nervt ist, das elende Gesabbel und Gelaber während des Spiels. Ja, das ist eben eigentlich ja so mein starker Punkt. Eben dieses dauerhafte Gerede und Gesabbel. Und ganz ehrlich, es gibt garantiert auch den einen oder anderen, der sagt, ach nee, ich will eigentlich nur das Spiel sehen und ganz entspannt da sitzen. Aber das ist für mich eigentlich, nö, steht für mich außer Frage, sowas möchte ich nicht. Denn es macht doch Spaß, wenn die Leute wissen, was ich denke, während ich gerade hier durch die Gegend watschel. Gut, der ist angeblich aus. Oh, die Kellys singen wieder für uns. Yep. Einmal ein Nick Deluxe. Gestreamtes Musik und gestreamte Serien und natürlich gestreamte Spiele und natürlich nicht zu vergessen YouTube. Ja. Ja, ich hoffe, dass es trifft. Oh, es sah gut aus. Oh. Dankeschön. Ja, befreit. Mit Alarm und definitiv entdeckt. Aber diesmal habe ich es ja absolut nicht drauf angelegt. Ich weiß, eigentlich lege ich es ja immer darauf an, möglichst unentdeckt zu bleiben. Aber die Tatsache ist einfach, wenn ich jedes Mal versuchen würde, unentdeckt den Posten einzunehmen, dann müsste ich wahrscheinlich 10 Versuche für dasselbe Video machen. Will ich nicht, macht mir keinen Spaß. Und ja, somit lassen wir das sein. Oh. Skate hat den Stahl der Schienen zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Danke nochmal, Teddy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Ja, da hat er natürlich definitiv mit Recht. Oh, Missy. Hallo, Missy. Hast du von dem Junkie gehört, der sich im alten Saloon verkrochen hat? Er sagt, er hätte was, wovon man schneller laufen und fester zuschlagen könnte. Ich stehe nicht auf Spritzen, aber im Moment wäre mir jede Hilfe recht. Hm. Der Aaron Tweak Kirby. Okay, der ist scheinbar im Land von Faith. Nehmen wir hier erstmal Musik aus. Ach, ist ja schrecklich. Immer dieses Gedudel. Bist hier bei uns jederzeit willkommen. Nein, eigentlich bin ich ja ein großer Fan von Musik. Auch an dieser Stelle nochmal erwähnt, guckt euch gerne mal den Legend of Music an. Ich glaube, Legend of Music heißt er. Das ist nicht mein Ding. Für mich schmecken Konserven immer nach Dose. Nick, es gibt Momente zum Scherzen und solche, wo man sich lieber zusammenreißt. Scheiß auf die Macht des Jahres. Ja, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, diesen großartigen Mucke, den YouTuber, ja, finde ich echt super, ist auch original mein Musikgeschmack, also. Böse Sonne, ja, das geht den Gamern aus der Seele. So, einmal ein bisschen hier auffrischen. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Kleiner Tipp, guckt euch den Mucke an. Und natürlich hat den der Fragnat schon das eine oder andere Mal rausgehauen. Ist halt, ja, ist ein ganz spezieller Musikgeschmack. Ich find's total gut. Aber das ist ja wie immer ja eine Frage des Geschmacks. Hm.
suche mich hier jetzt gerade mal ein bisschen durch, damit ich mit meinen Geschichten hier weiterkomme. Und dann wollen wir doch mal schauen. So. Ja. Das ist immer so dieses Problem, wenn ich mich hier durchsuche. Da. So. Kills mit Flammenwerfern. Oh, die müsste ich auch noch machen. Fahrerfluchtkills. Ah, die kriege ich doch schnell voll. Zumindest müsste ich das eigentlich, denn in wenigen Stunden endet das Live-Event. Ja. Ist ja immer so eine Schwierigkeit. Mit diesen Live-Events. Da hat man nie viel Zeit für und nachher ist das Ding vorbei und dann habe ich wieder das Nachsehen. Aber das kriegen wir hin. Wir arbeiten ja gemeinsam aufs Ziel hinaus. Ah, da hinten ist einmal die Klatsch. Nix eine Herausforderung. Ja. Ja, ist eine gute Frage. Was will man in einem Bunker mit einem Flugzeug? Die Antwort wird sich wahrscheinlich ganz, ganz einfach erledigen, wenn sich wirklich irgendwie sowas wie ein großer Krieg ergibt. Dann ist es von Vorteil, wenn man danach irgendwas hat, um die große Strecke wieder zurückzulegen. Na, kein Peggy. Nicht mal stehen bleiben kann er. So, Klatsch nixen. Am 19. Juni 1964 gab Klatsch Nixon, der größte Stuntman der USA, einen Junggesellenabschied für seinen Freund George Rye. Doch statt einem Wochenende dauerte dieser ganze 3 Wochen. Während der Feierlichkeiten wettete George, dass Klatsch nicht mit einem Flugzeug durch eine nahegelegene Klamm fliegen und dabei alle Hindernisse auf seinem Kurs treffen könne. Klatsch Nixon antwortete: Halte mein Bier! Auch wenn er so betrunken war, dass er bis zu seinem Tod nie ganz die Kontrolle über seine Blase zurückgewann, schaffte es Klatsch, die Wette zu gewinnen, bevor sein Bier warm wurde. Und bis heute hat kein Sterblicher die Pisspredigt erfolgreich wiederholen können. Okay. Gut. Das ist... Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie anstrengend das wohl werden mag. Ich kenne mich mit... Okay, Maschinengewehr. Gut. Ja. Hier hoch. Auch darunter. Ja. Dahin. Jo. Ich sehe es schon. Treffer. Oh. Da muss ich drauf schießen, oder? Boah, Schwein gehabt. Da ist auch wieder was drin. Na, komm. Ja, geht doch. So, da durch. Boah. Heidewitzka. Das ist anstrengend. Da muss ich auch noch. Und daneben, der ist frei. Gut. Jo. Komm. Na komm. Hier ist... Oh, da ist der... Oh, Schande. Ist eher Geschichte. Ja. Es, ich sag euch eins. Es ist sau schwer. Oh, was ist das? Hier Bergungscamp? Okay, da lang. Treffer? Jo. Oh, nee. Heieiei. Hallo. Dahinter ist das Ding auch wieder mit so einem Bretterverschlag zu. Ah, komm. Sektenschrein. Wo bin ich hier überhaupt? Ja, da. Das war echt
Da ist nichts drin. Ja, ich hab's gemerkt. Och nö. Unter der Brücke durch und dann noch hier das... Oh, Alter. Das wird echt nicht besser hier. Das wäre fast Wasser gewesen. Mal komm, 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 komm. Und den auch noch. Jetzt geht's da hoch. Jetzt nicht im Kreuz verfangen. Ah, cool. Oben über die Brücke rüber. Das finde ich auch witzig. Und da hinten durch. Ja, so langsam gewöhne ich mich dran. So. Sergejs Wagen. Oh, oh, das war's. Yay! Boah, yeah. Krass. Jo, okay. Ey, das ist echt nicht so easy. Aloha, hey. Ja, cool. Aber geklappt. Ballern und beten. Ja, es traf's auch ziemlich gut. Sternenbanner freigeschaltet. Ja, und da oben bin ich gerade durchgeflogen. Da kommt Nick. Da oben seht ihr dieses Nadelöhr. Das war echt nicht einfach. Und irgendwas ist hier doch. Ich habe zumindest... Ja, genau. Na, da ist jemand mit einer Info für mich. Das ist nie schlecht. Hä? War da nicht? Doch. Okay, habe ich aber alles schon. Hallo, Wanderer. Ein Rudel Wölfe war unterwegs zu diesem Naturschützer-Wohnmobil. Darin wohnt nur eine einsame Ärztin. Du solltest mal hingehen und nachsehen, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Jo, klingt doch gut. Dr. Sarah Perkins. Ach du nein, jetzt noch nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit. Ich versuche ja so ein bisschen chronologisch hier vorzugehen. Und erstmal mich jetzt um eine Region zu kümmern, da quasi die 100% zu machen. Und dann weiter. Ja, so ein bisschen die Randgebiete kann ich garantiert erforschen. Oh, Körperpanzer habe ich keinen mehr. Brandstreurakete. Die sind garantiert für Raketenwerfer. Die habe ich ja auch, stimmt. Brandpfeile habe ich keine mehr. Fällt mir gerade da auch auf. 75 pro Stück. Oh. Die wollte ich haben, nicht die anderen. So, die habe ich. Die brauche ich nicht. So, Heli. Ja, ich habe Helis. Genau, ich habe genau einen Heli. Okay. Die Dinger, also den da ganz unten, den hätte ich gerne genommen. Aber habe ich nicht. Ergo, gut. Pilotenass passt ja zu mir und meiner Klamotte. Ist doch hübsch, oder? Vor allem kann der, glaube ich, auch ratatat. Oh, was hat er hier? Raketen abfeuern? Maschinengewehr? Schande, das Ding kann einiges. Sehe ich ja jetzt erst. Tauschkörper? Oh. Täuschkörper heißt es. Okay, da unten ist ein Boot und die Stierforelle. Ja, Brücke der Tränen. Wohin geht's denn jetzt mal? Der Weißwedelhirsch. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich im Gebiet bleibe, denn ich will ja nicht unbedingt rüber auf das andere Gebiet von Jacob oder von Faith. Ja, ich befinde mich hier quasi gerade so im Dreiländereck. Quasi sowas wie unten in, wo ist das, Baden-Württemberg, Schweiz, ja, sowas. Da gibt's ja sowas auch. Das Ding kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist nicht weit weg von wo ich gestartet bin.
Da ist die Insel ja direkt neben mir. Trailer Park am Silver Lake. Schick. Oh, da ist aber eine große Hütte. Mensch, der hat Kohle. Im Trailer Park so eine Riesenhütte. Wahnsinn. Wobei Häuser in den USA ja ohnehin ganz anders aussehen. Also gefühlt gibt es da ja entweder nur die richtig hohen Bauten oder eben so flache Dinger. Gefühlt. Hier ist der Chat der Peggys unterwegs. Wenn sie Wind von Chat kriegen, bringen sie ihn um. Du musst dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Wer ist Chat? Chat Wolanski? Ach Gott, nee. Nee, sorry, da gehe ich jetzt nicht hin. Nicht freiwillig heute. Aber hier ist eine Karte. Und eine Scheißdach. Wer hat Dächer erfunden? So. Ich als Polizist klaue. Beschämend. Ja? Hallo? Ach, leck mich doch. Ihr müsst abhauen. Johns Leute sind durchgedreht. Die schreien irgendwas über Siegel und einen Kollaps. Sie sind im ganzen verdammten Tal und auf dem Weg zu euch. Ihr müsst euch vergessen, okay? Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Habt ihr mich verstanden? Okay. Da wurden Leute gewarnt und hier fällt gar keine Cola raus. Ich will Cola. Ich will gute Tana-Cola. Verdammtes Ding kaputt. Brummt auch so laut. Nervig. Nee. So, ja, sorry, ich war's. Ich dachte mir, frische Luft tut gut. Erschrocken? So, ist hier irgendwie noch was? Nö, sieht irgendwie nicht so aus. Was ist los? Hast du mich angemacht oder was, Jung? Halt durch. Ja. Definitiv. Danke. Kann ich Ihnen helfen, Mister? Oh, sehr gerne. So. Oh ja, eine Sache wollte ich ja noch ausprobieren. Die Täuschkörper. Oh, sieht das toll aus. Feuerwerk! Ja. Okay. Weiter geht's. Wohin geht's denn? Ja, ich weiß. Ich bin heute etwas planlos in Holland Valley. Und stimmt, da unten war doch genau dieser verrückte Elch. Ach komm, den holen wir uns. Das schaffen wir. Auf und davon! Davon. Ja. Oh. Wäre ja schön, wenn ein Heli schnell wäre. Oh. Ach, ein Tanklaster. Ah, kriege ich den? Rappapam. Jut, das hat geklappt. Oh, noch 3 Kilometer knapp. Aber das geht zügig, ich verspreche es euch. In spätestens einer Viertelstunde sind wir da. Nein, ich bin ja nicht zu Fuß unterwegs oder mit dem Auto hier. Das ist ja der Vorteil. So, ich versuche noch immer die beste Möglichkeit rauszufinden, wie man einen Heli fliegt. Denn die Dinger sind ja nun mal nicht für schnellen Flug gedacht. Das sind schließlich keine Düsenjäger. Aber wenn man sich jetzt hier zum Beispiel die Osprey anguckt, diesen Vertikalstarter, habt ihr bestimmt schon mal gesehen mit diesen drehbaren Propellerflügeln. Ja, das Ding ist schon ganz cool. Ist ja so ein Transporter für die US-Militärs. Nicht wundern, ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Ich liebe ja die Detailgetreue.
Finde ich immer total cool, wenn man sich das so anschaut, wie viel Liebe da drin steckt. Auch in eben dieser Libelle, die da vorne im Cockpit ist. Wenn ich theoretisch jetzt gleich das Ding neigen würde, dann geht er mit. Ja? Okay, jetzt gerade macht das nicht. Oder? Oder gucke ich nur aufs falsche Ding? Nee, eigentlich geht er mit. Jetzt gerade nämlich nach vorne geneigt. Okay, also irgendwie spinnen die Instrumente da ein bisschen. Ihr seht aber, dass sie sich bewegen, oder? Also eigentlich kenne ich das, dass er sich ein bisschen anders bewegt, aber... Naja. Ich schweife schon wieder völlig ab, weil ich hier gerade vollkommen hypnotisiert bin von eben diesem Detailverliebten. Auch wie der Adler vorne mitschwingt und... Ich finde, Ubisoft macht einfach großartige Spiele. Also, wenn man sich so ein bisschen in diese Details verlieren kann, dann macht das riesig Spaß. Okay, hier habe ich jetzt gerade scheinbar den Elch gefunden. Ich weiß aber noch nicht, wo er ist. Ja, mal ein bisschen runter und gucken. Er scheint... Hä? Ach, das sind alles... Elche? Ich habe ja jetzt eine böse Idee. Yes. Und er lebt noch. Bam. Treffer. Okay. Hä? Immer noch nicht tot. Okay. Der Geist wird gleich wiederkommen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Geistermammuts. Aus Far Cry Primal. Oh, und hier ist definitiv Großkifferland. Ah, da ist er. Und er will auf mich zurennen. Sehr süß. Na komm. Bam. Er liegt. Oh, er lebt noch. Einmal noch treffen wahrscheinlich. Nicht ganz so niedrig, sonst erwischt er nachher den Heli. Aber dieses Gedämpfte, das ist schon heftig. Ah, komm. Treffer! Okay. Da haben wir den Judge-Elch jetzt also geschnappt. Oh, es ist hier aber auch echt heftig. Also wenn man hier jetzt so durchwartet. Krass. Ich find's total toll. Also Wahnsinn, was sie da gemacht haben und geschafft haben. Ja, auch hier kriege ich Beulen rein, aber ist eben nicht kaputt. Und wenn man sich das so anguckt, ja, es ist schon echt heftig hier. Aber was soll's. Ich habe es für heute geschafft. Ich sag ganz herzlichen Dank dafür, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefällt, hinterlass sehr gerne ein Abo und ja, ich freue mich darauf, dich einfach wiederzusehen, wenn wir morgen weiterspielen. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder was auch immer. Mach's gut, bis bald. Ciao, euer Juppie.